Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Ultrasonne Nuzlocke Challenge. Ja, ich habe kurz eine Pause gemacht. Inzwischen, ist die Sonne aufgegangen. Lass uns eine Party feiern. Eine Party mit kämpfenden Pokémon. Oh mein Gott. So, ich bin mal gespannt. Die sind da hier hart auf dem Weg. Vielleicht treffen wir in dieser Folge sogar... Naja, ich möchte es noch nicht sagen. Wir kämpfen erstmal gegen Panga Jules oder Jules, man weiß es nicht. Hat auf jeden Fall ein Pandakro. Das sieht ganz schön aggro aus. Badusch. Ja, mal gucken, was die heutige Folge so bringt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr optimistisch, dass wir gut vorankommen werden. Schauen wir mal. So, lass mir Bopu mal pflücken. Das sieht sehr gut aus. Hoffentlich setzt jetzt keine Unlichtattacke ein. Und er setzt natürlich eine Unlichtattacke ein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Erstmal so in so eine Papiertüte atmen. Okay, alles gut. Wir müssen ruhig bleiben. ach ja, ich wollte Zeus ja noch freier Fall verlernen lassen und wieder Aeroas erlernen lassen. Gut, machen wir gleich. Naja, knirsch du mal. Das ist generell gar nicht mal so schlecht, sein Knirscher. Na komm, wir entführen dich mal. Und jetzt. Und. Piu! Das war's. Weiter so. Und er wurde besiegt. Natürlich wurde er besiegt. Der arme kleine Lümmel. Okay. Und Sanchez erreicht Level 57. Memento Mori. Ich glaube, das war gar nicht mal so gut. Der Anwender wird besiegt. Gleichzeitig wird der Angriff und Spezialangriff des Zieles stark gesenkt. Ja, das ist natürlich eine total tolle Attacke in einer Nuzlocke-Challenge. Nicht. Lassen wir das lieber. So, ein Krebutak. Und da ich vergessen habe, was Krebutak war, machen wir einfach mal weiter und lassen uns einfach mal überraschen. Ach, du bist ein Krebutak. Das wusste ich natürlich. Ein Unlichtwasser-Pokémon, wenn ich mich nicht recht irre. Ja... Dann machen wir mal freier Fall. Ich glaube jedenfalls, dass das Typ Unlichtwasser war. Ich bin mir da auch immer nicht so ganz sicher. Das sind dann immer noch so Fragmente meiner Erinnerung. Weil ich kenne jetzt natürlich nicht für jeden einzelnen Pokémon die Typen auswendig. Ich guck mal nach. Krebutak. Schauen wir mal. Ach, Wasserunlicht. Boah, manchmal bin ich richtig begeistert von mir selbst. So, freier Fall. Go, go, go. Oh, yeah. Und freier Fall. Sehr schön. Und was kommt jetzt? Ein Schwerttanz? Mach das nur. Du machst mir damit keine Angst, du Lümmel. Dafür setze ich jetzt Stahlflügel ein und mach dich ganz fertig. Und das war's. Oh, und ein Volltreffer. Ach, Zeus, du bist ein Süßer. Okay, ich mach mal die Musik ein bisschen lauter. Fällt mir gerade so ein. Es ist doch recht leise im Moment. So. Ich mal gucken, dass ich das vielleicht auch noch nachändere, wenn ich editiere. Eure Angriffe hatten es aber in sich. Ihr habt mich echt schwer beeindruckt. Dankeschön. Gut. Beute. Ich möchte etwas Bobo auffrischen. Sehr schön. Und noch ein super Trank für Zeus. Das ist aber nicht das Einzige, was Zeus kriegt. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Flugrohr. Oh, nein. Da, Eroas. Trifft immer Stärke 60. AP 20. Also trifft immer Angriff 60, ja? Und AP 20. Ein freier Fall hat nur 10 AP. Trifft nicht immer, obwohl es Genauigkeit 100 hat, aber... Hat genau denselben Angriff. Dauert zwar zwei Runden, könnte strategisch interessant sein. Allerdings ist es dafür total wirkungslos bei Pokémon, die eventuell fliegen können. Okay, da fragt man sich, warum sollte ich jetzt das Bar auf einem Pokémon einsetzen, das fliegen kann. Aber ist mir mal lieber so, ne? Vielleicht bereue ich es irgendwann, aber im Moment nehme ich lieber das. What the fuck? Hera kann Aeroas erlernen. Jetzt geht's aber los hier. Ein Boden-Pokémon, das eine Flugattacke erlernt. Naja, warum auch nicht? Oh, schön.
Warst du unten schon mal? Nee, da geht. Ach nee, da kommen wir ja bald hin, gleich hin. Stimmt, jetzt gehen wir hier rum. Ich erinnere mich. Nein, nein. Ich kann mich erinnern. Genau. Genau! Und ich weiß auch, es ist das erste Mal, dass ich gespielt habe. Meinte ich bestimmt, dass das hier mich an den Yggdrasil-Baum erinnert. Cool. Es kommt langsam wieder alles hoch hier. Flashbacks! Nein, wir gucken mal. Ich finde es auch cool, dass hier die Musik nicht sich ändert. Ich weiß nicht wieso. Das hat irgendwie nochmal einen besonderen Charme. Oh, ein Hyperheiler! Ich dachte schon ein Toppeleber oder sowas. Würde ja irgendwie besser passen. Oh, da will bestimmt kämpfen. Na dann. Show me what you got. Ich werde siegen. Mehr habe ich nicht zu sagen. Na gut. Oh Gott. Der Saum ist voll. Schwarzgott Yosuke fordert dich heraus. Hallo Ibims, ein Schwarzgott. Lol. Es geht los, Bobo. Bobo. Ja, dann setzt man einfach mal eine Laubklinge ein, würde ich sagen. Lol. Lulzchen. Oh, das war sowas von einem One-Hit. Habt ihr gesehen, wie von Quappo die KP weggesprungen sind? Es war der Wahnsinn. Gut gemacht, Bobo. Und Steinbeißer kriegt... Steinbeißer, wir müssen nie kämpfen. Der levelt voll allein, das ist Wahnsinn. Es ist ja so, dass bei dem Peter ja anscheinend die anderen Pokémon trotzdem ein bisschen weniger XP kriegen. Aber Bobo levelt so schnell, da levelt ohne zu kämpfen. Also da muss nie doch mal irgendwie nachtrainiert werden. Weil da einfach die XP so stark steigen. Das ist der Wahnsinn. Ein Wolverock. Interessant. Ich überlege, wir haben hier schon... Na stimmt, wir hatten ja hier unseren Fangversuch schon verkackt. Ich erinnere mich. Oh, Wolverock wäre auch nice gewesen, ne? Ach, dann hätte ich Einstein genannt und wäre der Coolste gewesen. Eindeutig. Aber naja. Das hat nun leider nicht geklappt. Aber auch ein schönes Pokémon, muss ich sagen. Ich glaube, etwas underrated. Aber das kommt vielleicht noch. Vielleicht wird Wolverock noch beliebter. Es sieht sehr schick aus, finde ich. Es ist anmutig. So, hier oben waren wir jetzt, ne? Von da. Okay, alles Klärchen. Gar keine versteckten Items? Nirgendwo? Das enttäuscht mich schon fast ein bisschen. Ja, hier müssen wir lang, genau. Weil die Frage ist, kommen wir hier irgendwie... Wo landen wir denn jetzt hier? Wo sind wir denn hier? Oh. Okay. Es ist ein Dicktri. Guckt euch seine hässlichen Frisuren an. Ach, so intens. Ah, ich bin so doof. Okay, mein kleiner Dicktri. Die Frage ist, was machen wir denn da jetzt? Dicktri. 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 Unheilböen. Einfach mal so drauf ein. Tration. Oh ja, okay. Eisenschädel. Jetzt gehst du aber ran. Okay. Jetzt noch eine Laubklinge hinterher, dann dürfte die Sache erledigt sein. Wir müssen trotzdem aufpassen. Oh, Bobo, du bist so süß. Okay. Alles Klärchen, Babärchen. So, wo sind wir hier überhaupt? Los, Mascho, Mai. Trag mich, Baby. So, wo sind wir denn hier gelandet? Waren wir hier schon mal? Laufen wir hier so im Kreis? Ich schreibe meinen Pokémon nicht vor, was sie sein sollen. Sie sind frei. Ach, wir sind hier bestimmt schon mal langgelaufen. Und da ist auch schon das Routen. Nenne ich das Routen-Pokémon. Das erste nervige Pokémon jetzt hier überhaupt. Das zweite meine ich. Oh mein Gott, diese hässlichen Frisuren sind so nice. Okay, was machen wir denn da mal am besten? Wollen wir fliehen oder wollen wir kämpfen? Wir wollen natürlich kämpfen. Die Erfahrungspunkte sind halt eben auch recht nice, würde ich mal behaupten. Schlammbombe. Wow. Wow. Und. Pew! Okay. Das hat mehr Schaden gemacht, als ich erst angenommen habe. Cool. Ja, und die XP sind auch ganz sweet, möchte ich mal behaupten. So, okay. Dann geht's mal wieder zurück. Ja, genau. Ich laufe am besten gar nicht den Canyon hoch. Ich werde einfach hochgetragen. So läuft das hier, jo. Guck mich an. Okay, das ist anstrengend.
So, warte mal, ich will nochmal ganz kurz zurück, von wo ich komme. Weil das hier sieht gerade schon so richtig aus. Ich glaube, diesen Struggle hatte ich das letzte Mal auch. Und das andere war irgendwie eine Finte. Genau, okay, das andere war noch eine Finte. Lol. Ich dachte das letzte Mal, glaube ich, auch, dass ich irgendwie hier noch runterkomme. Ich weiß nicht. Ich bin tendenziell immer ein sehr verwirrter Mensch, solltet ihr wissen. Gut. Da werden wir jetzt einige knackige Kämpfe vor uns haben, schätze ich mal. Warte ich mal ganz kurz mein Team etwas auffrischen. Hier, wir nehmen hier natürlich hier Supertrank. Okay, wir haben noch ein paar Suide Yonagu-Bären. 146, um genau zu sein. Ja, ich habe fleißig gezüchtet, ich geb's zu. Ja, Unheilböen. Braucht kein Schwein, egal. Hier sieht's auch gut aus. Ja, sowieso. Ja. Ja, da ist eigentlich nichts zu beanstanden hier. Okay, gut, dann stürzen wir uns mal ins Getümmel. Ach, hier geht's auch noch wohl lang. Ja, lass uns kämpfen. Ach nee, halt, Moment. Oh, nochmal Team Skull. Doggeron. Hi, Ibims. Los, gib mir ein Insektium Z. Und wenn du keins hast, dann ist das dein Problem, nicht meins. Naja, okay. I'm okay with that. Team Skullrübe fordert dich heraus. Oh yeah, boom, boom, boom. Und ein Kladiantri. Das war Unlichtkampf? Was warst du? Warst du Unlichtkampf oder sowas? Ich glaube auf jeden Fall Unlicht. Kladiantri, wir gucken mal schnell nach. Oh, Unlichtstahl war es. Wie konnte ich natürlich einen Stahltyp übersehen? Ach, das ist natürlich ja ganz wundervoll. Also wenn man sich das hier anguckt. Yeah, toll. Nein. Feuer-Pokémon habe ich natürlich gerade nicht dabei. Habe ich irgendwie nie dabei, aber okay. Nee. Nee. Wirkungslos, ist sehr effektiv. Läuft. Oh, Attacken, die normal effektiv sind, nice. Oh, Erdbeben. Ja, doch. Hydra sieht bis jetzt am besten aus, ja, Hydra. Okay, ich glaube, mein natürlicher Feind ist Kladiantri. Also, ohne Stahl ist ganz schwierig. Okay, Metallsound. Na, dann mach mal. Spezialverteidigung sinkt stark. Jetzt habe ich ein bisschen. Jetzt wird es ein bisschen. Jetzt läuft es langsam das Höschen runter. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Okay, alles vergessen. Vergesst es. Ich hab gewonnen. Sehr gut. Ah, tschüss. Okay, das war's. Baby, oh baby, oh baby. Mhm. Oh, ich will doch nur ein Insektium Z. Oh, Bromley. Oh. Okay, ja, cool. Was gibt's denn hier noch so zu entdecken? Da gibt's bestimmt auch irgendwas super Nices. Nochmal wilde Pokémons. Was gibt's hier? Oh mein Gott, ein Rockara. Immer wieder, übrigens, einmal das Spiel durchgespielt. Voraussichtlich, wir sind schon relativ weit. Ohne auch nur ein einziges Shiny-Pokémon mal zu sehen. Man denkt so, ja, cool, wir haben jetzt mal Glück. But no, no. Also was Shiny-Pokémon angeht, bin ich echt vom Pech verfolgt. Das ist unglaublich. Und Bobo kriegt erstmal ordentlich Erfahrungspunkte reingebrettert. Sweet. Okay. Cool. So, das Wasser schimmert im Licht. Okay, wir durchbrettern das mal alles hier. Woohoo! Das macht super Spaß. Oh, da. Was haben wir da? Ein Stück Sternenstaub. Ach, wie sweet. Okay. Du findest das Item Sonderbonbon. Das hat sich schon mal gelohnt, muss ich sagen. Also Sonderbonbons finde ich immer mal gern. Ich benutze sie zwar nie, weil ich immer so eine Horterin bin, aber rein theoretisch ist es gut, sie zu haben. Ein Sedimantur. Könnten wir auch haben. Wir haben ja einen Rockara oder... Nein. Kiesling meine ich. Ich habe ihn inzwischen ja auch schon gefangen. Aber komm. Das kriegen wir auch erstmal hier so hin. Weg.
Ach, das ist auf jeden Fall gut. Oh, echt, Robustheit. Oder wie heißt das nochmal? Robustheit, genau. War ja so klar. Hey, guck mal, ich kann auch eine Attacke einsetzen. Lol. Mhm, das ist schön für dich. Das interessiert noch niemanden. Schattenfessel, so. Und tschüss. Ja, vielleicht ist es doch besser, gerade hier doch nicht unbedingt einen Schutz einzusetzen, weil die Erfahrungspunkte hier teilweise doch gar nicht so schlecht sind. Ja, okay, 1000 ist jetzt auch nicht ein Wunder an Erfahrungspunkten, aber es hilft. Ich denke mal, Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist und warum nicht, ne? So, was haben wir denn hier? Oh, ach, hier ist der Serverboy, den wir letztens von oben gesehen haben. Du, what hast du gefunden und what hast du gewählt? Oh, ihr habt das Serverboy. Or something like this. Oh, look at me. Surfer kann nur. Ibim ist ein Surfer, lol. Enteron. Interessant. Ein Psycho-Pokémon. Ein Psycho-Wasser-Pokémon. Gegen ein Geistflug-Pokémon. Hm, Bobo, was meinst du? Könnte dieser Kampf etwa ein wenig unfair sein? Warte mal ganz kurz. 60? Und oh. Schattenfessel ist indeed besser. Und zack. Überflutung. Okay. Das. Okay. Whatever. Laubklinge und dann ist alles vorbei vielleicht. Sehr schön. Oh. Ach, die Surfer-Boys. So. Kanoa, I see. Du hast Pokémon gewählt. So. Ach ja, genau. Hier gab es auch noch eine TM, oder? Na komm. Kann ich da nicht hin? Ah, doch. Hä? Warum hat... Ach, egal. Wir haben Flammenwurf. Sweet. Flammenwurf, eine Feuerattacke. Och, eine gar nicht mal so schlechte. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da. Flammenwurf, Stärke 90. Guckt euch das mal an, wer hier alles Flammenwurf erlernen kann. Das Ziel wird in eine Flamme mehr gehüllt, verursacht eventuell Verbrennungen. Mega nice. What the hell? Also verheere jetzt nicht so. Zeus jetzt eigentlich auch nicht so. Wie ist denn der Angriff von Zeus? Der Spezialangriff meine ich. Der ist ziemlich mies. Würde ich auf keinen Fall nehmen. Nee, nee, nicht für Zeus. Nope, nope. Aber, hier, ich kenne da einen. Also hier. Für Sanchez, Flammenwurf. Ich spiele gerade Mülltreffer. Giftzahn. Der Vorteil bei Giftzahn ist halt, dass das Ziel eventuell schwer vergiftet wird. Das ist nice. Und Mülltreffer macht eben super viel Schaden. Oh Gott, was nehme ich denn dafür? Soll ich Steinhagel verlernen? Oder Knirscher? 80, 75. Boah, das ist gerade echt schwer. Oder ich lasse einfach mal erstmal alles. Hier bleibt alles so, wie es ist. Ich warte erstmal. Boah, Flammenwurf ist aber echt nice. Das Problem ist halt. Oder wartet mal. Schätze ich jetzt hier gerade Mist erzähle. Wartet mal ganz kurz. Sanchez? Zeig mal deinen Bericht. Ich muss mich hier gerade irre. Angriff. Okay, nein, vergesst es. Sanchez ist natürlich auch physischer Angreifer. Das heißt, wir können Flammenwurf eigentlich kaum gebrauchen. Natürlich cool, ne? Potenziell sehr starke Feuerattacke zu haben. Besonders, wenn wir selbst kein Feuer-Pokémon haben im Team. Aber leider keiner, der die speziell angreifen kann, diese Attacke erlernen. Und deswegen ist das relativ sinnlos. Gegen dich haben wir schon gekämpft eben. Ne, haben wir nicht. Okay. Einst zog ich mich in eine Höhle zurück, um die letzten Geheimnisse des Kampfes zu ergründen. Wenn es dir recht ist, würde ich nun gerne gegen deine geliebten Pokémon antreten. Ach du Kacke. Und ich merke schon gerade, die Folge neigt sich langsam dem Ende zu. Ich dachte, wir erreichen mehr. ja, ist halt eine lange Sache hier irgendwie durchzukommen durch den ganzen Spaß. Aber, oh. Das ist witzig, weil
die jeweils gegenüberliegende, das ist immer, also das ist dann immer jeweils eine Schwäche. Also, Flug ist gut. Nee, wartet mal. Nee, vergesst es. Ich bin im Nachteil. Ich bin ganz im Nachteil. Vergesst es, ich habe nichts gesagt. Nachteil. Yume ist super duper krass im Nachteil. Machen wir mal hier so. Mal gucken, was dabei rauskommt. War das gerade eine gute Idee? Diktri jetzt in den Kampf zu schicken? Nee, es war keine gute Idee, fällt mir gerade ein. Weil. Oh my fucking goodness. Genau deswegen. Okay, genau. Hey, cool. Oh, Scheibenkleist. Yeah. Nee, ist auch Typ Flug. Was mache ich? Stellweise? Ich weiß gerade nicht, weil irgendwie hat bei mir. Oh Gott, ey. Ein Gravel ist, glaube ich, auch so ein. Typischer, natürlicher Feind von mir. Jedenfalls von meinem Team. Weil ich immer potenziell irgendwie eine Schwäche abkriege, oder? Ich überlege gerade. Also ich könnte. Ich probiere mal mit Steinbeißer. Wir haben Lichtkanone, da könnte was Cooles dabei rauskommen. Geh schnell raus mit dir, Hydra. Das war echt jetzt zu knapp. Knappes Höschen. Eishammer. Verdammten Lümmel nochmal ist denn das für ein Gegner? Okay, Steinbeißer, es wird ekelhaft. Sorry, aber es wird ekelhaft. Ja, Steinbeißer. Eisenabwehr, was kommt jetzt? Ja, mach das mal. Genau, mach sowas. Das ist vollkommen okay. Verteidigung steigt stark. Das ist mir egal, ich greife eh speziell an. Also, Löchen. Oh, danke Steinbeißer, du hast uns echt gerettet. Kein Problem. Ja, danke, du bist der Beste. Sehr schön. Das war jetzt knackig. Ob Angriff die beste Verteidigung ist oder Verteidigung die beste Verteidigung ist, muss jeder selbst entscheiden. Und ach ja, hier hast du dein Geld. Okay, cool. So, Beutel. Nein, hier so. Ja, Übertrank nehmen wir mal. Ja. Ah, oh, gotcha. So, und dann noch ein Supertrank für Bobo. Ach, alle ein bisschen auffrischen. So läuft das her. Okay, und weiter geht's. Ich wisse gerade, Donarion hat den höchsten Spezialangriffsbasiswert aller Käfer-Pokémon. Das ist gut. So, jetzt sind wir hier auch durch, ne? Jetzt haben wir uns ja alles so ein bisschen angeluckert. Okay. Okay. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen mit Terrybug herum. Bisbug meine ich, herumschnüffeln sollen. Aber ist jetzt auch egal. Gut, Freunde. Ich würde mal sagen, wir beenden jetzt hier die Folge. Vorne stehen noch die ganzen Ast-Trainer und Veteranen und so. Die müssen wir erst besiegen, bevor wir weiterkommen. Das wird auch nochmal schön knackig, schätze ich. Ja. Das sehen wir dann aber erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt... Oh Gott, Robustheit, nerv mich nicht. Das sehen wir dann aber erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt... Yume, let's play Pokémon Ultrasonne, Nuzlocke Challenge. Okay.